All diese Vorträge haben mich sehr inspiriert. Ich möchte gerne alle Speakers nach vorne bitten. Und ich hoffe, ihr habt auch noch etwa so 2 Stunden Zeit, bevor der Mittagessen, damit wir noch die spannenden Fragen diskutieren können. Also starten wir doch gleich. Wir haben jetzt, kommen zum Kern der Diskussion des digitalen Service Public. Du hast gezeigt, eben der Staat als Regulator oder eben als Leistungserbringer. Claudine hat gezeigt, eben die Fragen, die sich stellen, auch aus Sicht der Bevölkerung. Und Nicole, du hast eigentlich sehr innovativ, so Silicon Valley-mäßig gezeigt, was man alles noch tun könnte. Wo starten wir? Also die Frage ist so ein bisschen, ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, Zentralisierung. Also Zentralisierung, sagst du, ist eigentlich ein Innovations- oder ein Effizienzvorteil. Und dann die Frage eben an Claudine dann weiter, ja, möchten wir, dass der Bund alles macht oder soll der Kanton auch noch was machen? Also vielleicht kannst du dazu noch kurz ein paar Gedanken mitgeben. Also, ich wollte auf keinen Fall sagen, alles muss zentralisiert werden. Das wäre definitiv nicht das, was ich hier mitgeben möchte. Sondern ich finde, es gibt gewisse Services, die haben wirklich einen öffentlichen Charakter und da muss man schauen, dass das Geld richtig investiert wird. Und das sind nicht 1000 Themen. Jetzt für uns, aus unserer Sicht, ist es wirklich ein E-Voting, finde ich, macht keinen Sinn, wenn wir versuchen, verschiedenen Anbietern und verschiedene Kantone das anders zu lösen. Aber es ist ja Sache der Kantone eigentlich, diese Abstimmung. Es ist Sache der Kantone, aber wenn man hier auf verschiedene Technologien setzt, es ist einfach sehr, sehr reguliert und es ist dann zu teuer. Und das Zweite nochmal, du hast vorhin angesprochen, oder? Ich finde das immer super spannend, wenn man mit gesunden Menschen spricht, dann finden alle meine Gesundheitsdaten mega wichtig und alles möglich. Aber wenn man dann krank ist und von einem Arzt oder einer Ärztin zu anderen geht, dann ist man ein bisschen weniger sensitiv und möchte einfach mal die Daten haben. Und da braucht es eine Infrastruktur und nicht mehrere. Und ganz, ganz wichtig in diesem Thema, und wir hören heute Nachmittag ja noch von Nassima zu DigiSante. Ich meine, wir haben so einen Investitionsstau im Gesundheitswesen. Die Systeme sind in den Spitälern, bei den Ärzten und Ärztinnen, die sind so veraltet. Wenn man jetzt auch noch sagt, okay, jetzt machen wir diese EPD auch noch mal viel, viel teurer, dann macht es einfach keinen Sinn. Sehr gut. Also diese Argumente, glaube ich, leuchten allen ein. Jetzt, Claudine, du vertrittst den Kanton, einer dieser 26 Kantone. Was sagst du dazu? Ja, aber eben genau der Kostendruck. Wenn wir jetzt gerade mit der Gesundheit weiterfahren, Kostendruck in der Gesundheit ist so enorm. Es ist sogar wichtig, dass wir diese Gelder effizient einsetzen. Und ich weiß jetzt im Kanton Bern, der Inselspital hat jetzt eine total eigene IT-Lösung eingetan, die mit dem EPD, glaube ich, gar nicht so viel zu tun hat. Also da setze ich schon sehr viele Fragezeichen dahinter. Also ich glaube, diese effiziente Nutzung und auch diese Frage zu mir kam, Experten, ja logisch, die hätten wir gehabt, bei Base for Kids hatten wir die auch, oder? Aber die haben uns anders beraten oder falsch beraten, aber die wurden ja auch nicht, also die haben eigentlich die Verantwortung dann auch nicht wahrgenommen. Schulinformatik, es macht null Sinn, dass jeder Kanton oder jede Gemeinde ihre eigene Schulplattform entwickelt. Wir haben auch in der Bildung viel zu wenig Geld, dass wir uns das eigentlich leisten können und dort den Mut zu haben. Dann ist sicher eben Cybersecurity. Jeder Kanton hat natürlich eine andere Struktur und wie legt man die Daten ab und was. Ich denke, da braucht es eine Anpassung, eine kantonale, aber es braucht Experten, die national verbindlich sagen können, das ist eine gute Idee und das ist keine gute Idee. Ja, schon noch spannend. Also das leuchtet alles ein. Trotzdem im MBAG beispielsweise wurde ja genau dieser Artikel rausgenommen, dass eben die Kantone vorschreiben, also dass die Kantone weiterhin ihre Bedürfnisse anbringen können. Und man sieht es dann beispielsweise, wenn irgendwelche Excel-Tabellen beim BFS falsch zusammengerechnet werden. Aber darf ich hier was dazu sagen? Ich finde, diesen Punkt ist enorm wichtig. Oder wenn man etwas bauen muss, das es nicht schon 1000-mal gibt, dann ist es extrem wichtig, dass man auf die anderen schaut und sagt, hier braucht das auch. Und das sind Spezialfälle, wo wir hier sprechen. Oder ich finde das Beispiel jetzt vom Inselspital und dem Kanton Bern super. Ich meine, es gibt sehr gute Krankenhausinformationssysteme,
Das, was Sie jetzt in Bern benutzen, Epic, das ist ausgerollt in den USA x-tausend Mal und auch weltweit. Das sind sehr, sehr gute Systeme. Das macht keinen Sinn, dass man etwas Neues baut. Das wäre so wie, man sagt, jetzt baue ich ein SAP selbst. Das würde auch niemand sagen. Aber jetzt, was wichtig ist, oder? Was funktioniert dann für diesen einen Spital? Wo wir hier aber drüber sprechen, ist die Vernetzung der Spitäler. Und zwar, dass wenn ich dann eben hier in Bern verunfallt bin und dann vielleicht nachher in Zürich wieder in Weiterbehandlung, dass diese Daten durchlässig sind. Das ist auch nicht das Gleiche, die Interoperabilität. Und jetzt, dass jeder Spital oder jeder Kanton diese Betriebssoftware für den Spital selbst, ist doch völlig okay, weil es gibt ja genügend Produkte am Markt. Aber wo es nicht okay ist, wenn man nachher sagt, die Vernetzungslösung bauen wir selbst und 15 Mal. Okay, also ein klares Statement, dass man da mehr zusammengeht. Christian, du warst der Chief Digital Officer einer Stadt. Habt ihr auch alles selber gemacht? Oder was ja, war das? Sicher. nein, ich glaube, ihr hattet angetönt auch schon, dass man es nicht praktisch nochmal entwickelt, wenn es schon gibt. Das wird natürlich gemacht. Also es ist ein föderales System, ne? Und die eine Lösung passt halt eventuell nicht in die andere Stadt. Ich würde es ganz anders anfangen. Ich würde aus Kunden- und Kundinnenperspektive würde ich schauen. Ich bin jetzt gezügelt von St. Gallen auf Bern. Ich habe mich angemeldet, habe natürlich nicht die gleiche Steuerlösung können, weil also so unterschiedlich sind jetzt die Steuern in St. Gallen und in Bern auch nicht, also auch vom HE-Besatz. E-Umzug hat funktioniert? E-Umzug hat auch nicht funktioniert, weil meine Gemeinde... hier nicht an E-Umzug angeschlossen ist. Das Kfz, da war ich an drei Schaltern und habe bei einem Schalter habe ich nur ein Okay geben müssen, damit sie die Daten aus St. Gallen holen dürfen. Das Thema Gesundheit musste ich zur Ärztin gehen, damit ich weitergegeben werden kann. Sie hat alles nochmal neu aufgenommen. Also wir produzieren also viele Probleme immer noch. Ja? Genau, ja, aber ich möchte jetzt eigentlich nicht mit Problemen weitermachen. Ich würde eigentlich lieber mit den Lösungen weitermachen. Und zwar dieses, was du schon angedeutet hast, Interoperabilität erhöhen, interföderal zusammenarbeiten, Portale miteinander verbinden, entsprechende Schnittstellen, Standards machen. Und da haben wir ja mit der DVS beispielsweise gute Grundlagen geschaffen, wo sich dann auch die Kantone treffen, wo auch Gemeinden dabei sind, wo der Bund, die verschiedenen Bundesämter dabei sind. Und ein Hinweis noch, ich glaube, wir müssen schon unterscheiden zwischen Fachapplikationen und Querschnittsdiensten, eine EID. Das macht natürlich nur auf nationaler Ebene Sinn. Ne? Es wird jeder mit dem Kopf schütteln, wenn ich jetzt hier in Bern für die Stadt ein anderes Konto habe als für den Kanton, als für den Bund. Gut, angedacht war ja schon eigentlich dieses Konzept, so, aber das lassen wir mal, das ist, glaube ich, Kaffee von gestern. Ich würde mal vorschlagen, wir nutzen die Zeit noch, um Fragen aus dem Publikum entgegenzunehmen. Wenn Sie Fragen oder auch Ergänzungen, Kommentare haben, wäre jetzt die Möglichkeit, all diese wichtigen Players aus dem digitalen Service Public zu kontaktieren. Genau. Ingrid Hessling leitet die Business School hier. Ich habe eine Frage, und zwar geht die Frage an alle drei. Es geht ja darum, dass wir wissen wollen, wer denn oder wie die Dienstleistungen aussehen müssen. Und mich würde jetzt wirklich interessieren, was denn die Post dafür tut, um in Erfahrung zu bringen, wie welche Dienstleistung gestaltet werden soll. Also diese Frage, bottom-up die Gestaltung voranzutreiben, weil ich finde, es passiert extrem viel, aber dazu haben wir noch nicht ganz so viel gehört. Also die E-Post-App zum Beispiel, oder was würdest du da entgegnen? Also E-Post-App ist, die ganze Entwicklung macht eine Firma, die wir neu ins Portfolio genommen haben. Das ist übrigens die Firma Clara, die ihr wahrscheinlich schon sehr viel darüber gelesen habt. Also der Hauptgrund, warum wir sie gekauft haben, war genau diese Innovationsfähigkeit. Und das funktioniert sehr, sehr kundenzentriert. Also was es bedeutet, oder? Man schaut immer wieder, okay, man entwickelt etwas Geiles und schaut dann, okay, wie kommt das an bei den Kunden, macht wieder AB-Testing, und so werden die Dienstleistungen weiterentwickelt. Zum Beispiel jetzt das mit der ganzen Chat-Funktion zu kommen ist, also jetzt ist es nicht unbedingt, sage ich mal, das Allernormalste, dass man ans Post über einen Chat nachdenkt, oder? Und das ist ja eine Art von Kommunikation, die eher informell ist und so. Aber das war ein Wunsch von den Kunden, sagen, das fehlt uns.
dass wir hier das nahtlos weitertreiben können. Ich finde es sehr spannend, du hast es noch im Vorgespräch auch noch erwähnt, eben die Kritik, die oftmals an die Post getragen wird, ja, ihr konkurrenziert ja die Privaten, lasst ein lukratives Business mit EID und mit E-Voting, mit Patientendossier. Was würdest du da sagen? Also das kann ich leider nicht bestätigen, dass das lukrative Business sind. Also die Post hat historisch sehr viel investiert ins elektronische Patientendossier, hat bei den öffentlichen Ausschreibungen von damals mitgemacht. Das sind sehr, sehr langfristige Verträge und also ist ein offenes Geheimnis. Wir verdienen heute kein Geld damit. Was natürlich eben auch mit dieser ganzen Komplexität der Interoperabilität dazu hat. Jetzt darum sind wir auch sehr bestrebt und sagen, okay, wir müssen eine Lösung haben, die dann wieder zahlbar ist durch die Kantone oder die Leistungserbringer. Auf der E-Voting-Seite, das ist ein Generationenprojekt. Also das ist heute wie heute auch ein Investment. Aber nochmal, ich habe es aufgezeigt, oder? Was ist die raison d'être der Post? Und das ist Transport von sensitiven Informationen. Kommunikation sozusagen. Kommunikation, das ist der raison d'être. Und dann macht es schon Sinn, dass man sich überlegt, okay, wie verändert sich und in was investieren wir? Vielen Dank, das ist klar. Christian, du hast dir noch Notizen gemacht? Ja, ich habe mir noch notiert auf die Frage bezüglich der User-Centricity. Das ist etwas, was wir ja gestern Abend auch diskutiert hatten. Das hattest du mit Customer Journey schon angesprochen. Ich glaube, das muss im Moment erst auch den Weg in bestimmte Verwaltungen finden. Wir haben einfach extrem viele Produkte als Verwaltung. Also wir haben in etwa 600 verschiedene Dienstleistungen, wenn man über die ganzen drei Ebenen geht. Und wir hatten in meiner Zeit 600 Produkte, die an die Bürgerinnen und Bürger gehen. Die an die Bürgerinnen und Bürger gehen und wo du dir dann erstmal eigentlich jedes einzelne Produkt anschauen musst, wie gut ist das denn digitalisiert, ne? Und das ist auch der Hintergrund, weshalb zum Beispiel die Schweiz, ich meine, wir haben jetzt kein Portal, was diese 600 Leistungen alle abbildet, sondern wir haben es halt in 2000 Gemeinden auch nochmal 600. Ne? Und das macht das Ganze dann so schwierig und auch in den Rankings sind wir deswegen als Schweiz nicht mehr so gut, ne? Weil da nicht nur geschaut wird, sind wir digital unterwegs in den Produkten, sondern wie sind wir unterwegs. Also wie ist die Qualität unserer Produkte und deswegen, wie gesagt, wir arbeiten ja viel mit Customer Journeys, wir gehen da aus Kundensicht hin. Die Bundeskanzlei macht viel und schaut sich jetzt so Leistungsbündel an. Da gibt es bestimmte Aspekte, können wir aber sicherlich im Nachgang auch beim Mittagessen, du schaust mich schon so strafend an, auch vertiefen in den anderen Gesprächen. Das ist sehr spannend, also ich würde gerne länger noch diskutieren, aber Claudine, auch deine von die Frage eben noch, die was sind so die konkreten Produkte oder wo geht es dahin? Ich spiele jetzt etwas die Spielverderberin. Ha? Ich sage einfach, diese Kundenorientierung in der Verwaltung, naja, ich habe hier einen Kollegen, ich bin in meiner Freizeit noch Co-Präsidentin eines Eishockey-Clubs hier in Bern. Also das fängt nicht nur bei IT an, das ist Infrastruktur. Wir sanieren jetzt die KWD. Bedürfnis abholen der Endnutzerinnen und Nutzer, das ist ihnen erst am Schluss in den Sinn gekommen und trotz vehementem Eingreifen gesagt, Freunde, diese Kinder spielen Hockey. Da haben sie gesagt, ja, aber das Kästli, das reicht doch diese Größe. Ein Hockeystock ist meine Größe. Und Material, also einfach das zu sagen, die Verwaltung hat schon einen Auftrag und den nimmt sie von mir aus immer noch nicht genügend wahr, eben dieses Kundenbedürfnis einzugehen. Und das ist bei der Infrastruktur, aber das ist bei der IT-Infrastruktur einfach auch da. Das Gleiche war bei Base for Kids. Es hat niemand mit diesen Lehrpersonen, was sie wollen, gesprochen, sondern man hat es ideologisch aufgetankt, etwas dann reingetan. Und das, denke ich, also weißt du, es ist schön, darüber zu reden, aber diesen Schritt, diese Vorarbeit müssen wir machen, weil sonst sind wir immer nur hinten dran am Nachrennen. Und wer kann das machen? Das muss die Verwaltung machen, das muss die Regierung machen, die Exekutive, ich bin da sehr pragmatisch, die sind verantwortlich, ihren Leuten auch zu sagen, wir bauen nur etwas IT oder Infrastruktur, das die Leute auch wirklich brauchen und dass das für die passt. Also mehr User Experience für die öffentliche Verwaltung, das wäre sicher auch ein Punkt. Vielen Dank, wir nehmen noch ein, zwei Fragen, genau, ganz hinten dann noch, aber jetzt hier noch.
Ja, mein Name ist Martin Abele vom Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverband. Frau Both hat vom Digitalisierungsstau gesprochen, der sich jetzt manifestiert in sehr vielen Projekten wie EID, elektronisches Patientendossier. Heute Nachmittag sprechen wir noch über DigiSanté und das ist alles super. Aber gleichzeitig merken wir, das wird so schnell vorangetrieben und da fehlt mir ein Stichwort. Wir haben es bei Claudine Esseva gelesen, aber nicht gehört. Das ist die Barrierefreiheit. Wieso wird das nicht automatisch mitgedacht, ob schon das so wichtig ist, weil das sind auch wichtige Kunden, Kundinnen und Kunden. Sehr spannendes Thema. Also ich muss jetzt widersprechen, also bei unseren Produkten ist Barrierefreiheit absolut auf der Liste. Jetzt ganz konkret bei E-Voting ist ja Barrierefreiheit ein Grund, das einzuführen. Oder der Treiber sozusagen. Ein der Treiber. Ich meine, für Blinde ist es heute nicht möglich, unabhängig, also nicht mit Hilfe von jemandem abzustimmen. Und das ist ein Grund, warum man mit den digitalen Lösungen diese Verbesserung hinkriegt. Also Barrierefreiheit ist top of priority für alle End-User-Produkte. Und das heißt, dass auch bei den E-App, also die E-Post-App, die kann man nachher auch als sehbehinderte Person nutzen. Okay. Ja gut, sind wir gespannt, wie das weitergeht. Wir nehmen noch eine letzte Frage ganz hinten. Danke, Alain Gut, IBM. Ich stelle jetzt eine Frage, die ich bei jedem Panel immer wieder frage und ich werde immer fast gesteinigt. Und zwar, ich weiß, wir sind in einem sehr liberalen Staat, aber was mir eben fehlt bei der Digitalisierung ist der Druck im System. Das heißt, wir machen alles freiwillig. EID freiwillig, EPD freiwillig. Also jeder kann selbst entscheiden, ob es will oder nicht. Und die nordischen Länder machen das nicht so. Man bekommt die Leistung einfach nur noch digital und dann muss man. Und dieser Druck, den fehlt hier in der Schweiz. Und das ist auch ein Grund, Christian, dass wir so schlecht sind in den Ratings. Wir haben null Druck im System. Also nicht nur digital first, sondern digital only wäre dein Votum. Hm? Was sagt ihr dazu, also Politik oder? Ja, null Chance, da kriegt man einfach keine Mehrheiten. Und ich weiß jetzt nicht, in welchem ich lebe sehr gerne in der Schweiz, ich finde unsere Institutionen wunderbar. Sie sind langsam. Nicole hat das gesagt, logisch. Wir hatten auch für das Frauenstimmrecht, mussten wir etwas länger warten als die nordischen Staaten. Also es ist einfach so. Ich finde es extrem wichtig, dass diese Freiwilligkeit weiterhin bleibt. Es hätte politisch auch null Chancen, in unserem System durchzukommen. Ist einfach eine Tatsache. Also das habe ich ja gelernt die letzten 3 Jahre hier in Bern, dass als Ostschweizerin ist das neu, oder dieses Wort mehrheitsfähig, genau. Ist in Bern sehr, sehr populär, um quasi jede Diskussion, die man nicht behalten möchte, abzuleiten. Aber alle, also ich bin völlig bei dir, hier braucht es mehr. Aber eben, sie sagt, es ist nicht mehrheitsfähig. Jetzt muss man mit einer Alternative kommen, die dann eben mehrheitsfähig ist. Und für mich heißt die Alternative Opt-out. Und das sind jetzt schon. Digital by default. Also, das heißt, Opt-out bedeutet, und nehmen wir das Vorbild von Dänemark. Die sind ja gekommen damals vor, was war das, ein bisschen mehr als 20 Jahre, mit der EID, auch gleichzeitig mit dem digitalen Briefkasten und einem elektronischen Patientendossier. Und da war es einfach so, dass für alle wurde das geschaffen und dann musste man sich melden oder Frau und sagt, ich will das nicht. Und das ist mehrheitsfähig. Und jetzt, das freut mich zu sagen, in der letzten Vorlage des elektronischen Patientendossiers, das jetzt in der Vernehmlassung ist, ist das auch drin. Und ich gebe dir völlig recht. Also wir müssen aufhören mit dem, also das funktioniert so nicht, oder? Weil nicht mehr opt-in, opt-out. Mhm. Letztes Votum, Christian. Ja. Also ich glaube, der Nutzen wird geschaffen, wenn du Mehrwerte hast, ne? Und von dem her, du brauchst die Mehrwerte, dass du es digital nutzt. Du fährst zum Beispiel günstiger mit dem ÖV, ne? Du wirst schneller bedient, du kriegst 24/7 deine Leistungen und dann musst du dir überlegen, okay, mache ich das digital oder nicht? Du kannst die Leute nur einladen, das habe ich, glaube ich, in der ersten Woche hier gelernt, als ich vor 7 Jahren in die Schweiz gekommen bin auch. Und du kannst ja mal versuchen, eine Diskussion anzuzetteln, ob du im ÖV nur noch digital bezahlen kannst und nicht mit Bargeld, ne? Und ich glaube, dann wird relativ schnell deutlich, dass du beide Wege brauchst.
auch wenn der zweite Weg, der analoge Weg, der teuerste Verwaltungsweg ist. Okay, also von dem her denke ich, die Richtung stimmt, vielleicht noch nicht ganz so schnell, wie Alain gerne möchte, aber von dem her doch irgendwie. Darf ich noch etwas? Ja. Das ist mir ganz wichtig, dass wir das alle verstehen. Ich bin absolut dabei, wenn eine App super ist, dann wird sie von allen gebraucht. Jetzt haben wir hier aber Dossiers, die haben dieses Huhn-Ei-Problem. Also sprich, wenn ich ein elektronisches Patientendossier habe und hier in Bern kann man eine elektronische eröffnen, das ist nicht mehr so eine Sache, das geht. Wenn man einigermaßen digital affin ist, schafft man das in 10 Minuten. Aber das Problem ist, es bleibt leer. Und der Hintergrund ist, weil die Leistungserbringer, die Ambulanten müssen sich nicht anschließen und die Stationären haben ein paar andere IT-Probleme, sage ich jetzt einfach, weil Fakt ist, sie sind noch nicht alle angeschlossen. Benefit of the doubt. Aber, und dieses Problem muss man lösen und vor allem jetzt so bei Angeboten, die halt schon Richtung Service Public gibt, dann absolut, wir brauchen mehr Opt-out oder nur Opt-out, weil sonst kriegt man das nicht hin. Und das bedeutet nun mal für die Leistungserbringer, sie werden gezwungen werden müssen, sich da anschließen, weil sonst wird das nicht funktionieren. Also ein bisschen Druck hilft auch im öffentlichen Sektor und in der Politik. Vielen Dank euch Diskutierenden. Ein Applaus, würde ich sagen, ist das wert. Danke vielmals.